Hey, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder hier mit einem neuen Part von Let's Play Geralt. Wir sind ja hier momentan mit Sally ja immer noch unterwegs in der Schule auf der Suche nach ihrer Cousine Emily, die ja eigentlich ja seit über einem Monat verschwunden war. Und ja, wir sind sogar nicht alleine hier, denn diese komischen Gestalten schleichen hier die ganze Zeit rum und ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor denen. Also, hier kommen wir eigentlich ja jetzt erstmal nicht so richtig weiter. Ich muss erstmal gucken, was ich hier mache. Warte mal. Oh Gott. Ich glaube, er hat mich gerade irgendwie kurz entdeckt oder so. Ich hoffe mal. Nein, okay, gut, er reagiert nicht. Ja, wie stelle ich das jetzt am besten an? Also gut, ich glaube, ich kann diesen Wagen hier bewegen. Jetzt ist nur die Frage, wohin damit? Muss irgendwo. Aha. Aha, okay, gut, ich glaube, ich habe schon was raus. Ich hoffe mal, ich kann das auch wirklich unbemerkt erledigen. Also, den Wagen nehmen. Nein, nicht draufklettern. Sally, Sally, gehst du mal bitte. Gehst du mal bitte hier hinten rum? So, ich muss jetzt mal eigentlich ja erstmal kurz hier an das Rohr ran, damit ich das Ventil abdrehen kann. Und dann. Gut. Okay, gut. Und ja, gut, er ist immer noch still, also der hat nichts mitbekommen. Weiß nicht, kommt er überhaupt hier rein? Ich meine, ein Teil des Ganges ist ja hier eigentlich ja tatsächlich hier mit Brettern vernagelt. Also gut möglich, dass die sich ja eigentlich ja nicht irgendwie jetzt hier ducken können, um da runter zu kriechen oder so. Vielleicht. Also ich will es jetzt nicht unbedingt darauf ankommen lassen. Ich gehe einfach weg und ab durch den Schacht. Das sollte auf jeden Fall schon mal helfen. Wenn sie wieder auftaucht, hat sie all diese Monster im Gefolge. Was heißt das alles? Ich habe keine Ahnung. Okay, da blinkt etwas. Und, oh Gott, was ist denn das für einer? Typ im Rollstuhl und, was zum. Das ist eine Lehmpuppe? Warum? Und was ist das? Und weg ist er. Ticketstück. Ein Stück eines alten Seilbahntickets. Es ist alt und mitgenommen. Könnte jederzeit zu Staub zerfallen. Wow. Aus. Ja, nehmen wir mal mit. Okay, was haben wir hier noch? Neues Tagebuch? Ein seltsames Buch. Der kann nur töten. Ich weiß, dass sie so über mich denken. Und da haben sie auch nicht ganz Unrecht. Darin bin ich gut. Ich bin verdammt gut im Töten. Vielleicht ist es sogar das Einzige, wozu ich gut bin. Sie wollten mich nicht hier haben. Natürlich nicht. Warum auch? Und das kann ich ihnen auch nicht verdenken. Es ist eine ruhige, friedliche Stadt und ich bin zwar nicht religiös, aber ich weiß, dass es den Teufel gibt. Ich habe ihn gesehen. Er flüstert mir jede Nacht ins Ohr und treibt mich in den Wahnsinn. Er lässt mich an all meine Freunde denken, die nicht aus dem Krieg zurückgekommen sind. Er sagt, dass ich niemals Frieden finden werde. Dass ich niemals wie die Menschen hier sein werde. Dass der Krieg mich finden wird. Und er hat recht. Ich hatte solche Angst, den Verstand zu verlieren, nicht mehr ich selbst zu sein. Ich war panisch. Ich habe all diese Schusswaffen in meiner Garage gehortet und gedacht, du drehst langsam durch, Alter. Du hast dort deinen gottverdammten Verstand verloren, an diesem verfluchten Ort, an dem du auch alles andere verloren hast. Deine Freunde, deine Menschlichkeit, das ist die Stimme des Teufels, der mir ins Ohr flüstert. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde.
Ich habe dieses Ticket hier und ich wollte diese Stadt damit eigentlich auf Nimmerwiedersehen verlassen. Aber ich bin froh, dass ich geblieben bin. So froh. Ich habe keine Angst mehr. Nein. Nicht nachdem ich jetzt weiß, dass alles, was ich in meinem Leben getan habe, einen Sinn hatte. Die Monster sind da. Sie stinken nach Blut und Schießpulver. Sie haben die ganze Stadt in Trümmer gelegt. Ich bin kampfbereit. Jetzt kann ich endlich das tun, was ich am besten kann. Der Teufel in meinem Kopf lächelt. Meine alten Freunde, sie sind alle hier, bei mir, mit strahlend grünen Augen. Sie sehen alles. Und sie sind stolz auf mich. Natürlich sind sie das. Ich werde meiner Bestimmung nachkommen. Ja, dann mach das mal. Okay. Irgendwie habe ich ja natürlich das Grundprinzip schon halbwegs verstanden. Also ich muss hier nicht nur Emily finden, wir müssen ja natürlich auch wieder zurückkommen. Und dafür brauchen wir natürlich wieder ein Seilbahnticket. Okay, und ich habe noch ein Buch. Heute sind wir im Krankenhaus. Immer wenn mein Opa krank wird, gehen wir dorthin. Es ist schrecklich still und ich darf in den Fluren nicht herumrennen. Ich höre Mama und Papa oft streiten, auch wenn sie dabei flüstern. Sie sagen, wir müssen fort von hier, wenn alles vorbei ist. Ich verstehe nicht, was sie damit meinen. Sie sagen, dass wir umziehen müssen und dass uns hier nichts mehr hält, wenn er tot ist. Verstehe ich nicht. Er wird doch wieder gesund. Mama sagt, wir ziehen nach Bethelwood, wo meine Tante wohnt. Okay. So, ich habe ja gesehen, der Dude ist ja hier. Diese Monster sind überall. Was sind sie? Und was wollen sie? Okay, gut, weiter geht er nicht. So, wenn er umdreht, erstmal in den Schacht. Ah, okay, hier komme ich weiter. Ich frage mich eigentlich, erfinde ich überhaupt noch irgendwelche Secrets? Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich renne an vielen Sachen hier echt total vorbei. Okay, da hinten ist eigentlich ja kein Platz mehr. Da komme ich nicht voran. Okay, noch ein vermissten Plakat und hier hat anscheinend wohl jemand versucht, eigentlich ja sich zu verstecken und ein wenig auszuharren. Frag mich ja, wie viele Leute noch hier waren. Also mal abgesehen von Emily und Sally waren ja bestimmt ja noch mindestens andere Leute hier, wie zum Beispiel ja dieser Typ, der so gut im Töten ist. Beziehungsweise war. Denn jetzt ist er wohl anscheinend nicht mehr hier. Also ich vermute mal, der Typ, das war diese Lehmpuppe, die wir da gerade hier zerbröseln ließen. Aha. Ah, okay, warte mal, der sieht mich ja von hier. Hey! Siehst du mich? Okay, ich hätte mit dem Timing ein bisschen besser arbeiten müssen. Genau das wollte ich nämlich machen. Geschockt! Setze ein Monster unter Strom. Geil! Okay, wir können diese Viecher also tatsächlich in gewisser Weise bekämpfen. Aber ich sollte aufpassen, sie können mich einfach mal mit irgendeinem Zeug anspucken. Das ist ja widerlich. So, okay, das ist erstmal hier sicher. Dann kann ich jetzt erstmal in dieses Zimmer gucken.
Wo bin ich eigentlich überhaupt hier gerade? Lehrerzimmer. Aha, okay, interessant. Okay, da oben ist sogar noch etwas. Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Also hoffentlich ist jetzt der Gang hier nicht noch irgendwie noch hier weiter bewacht. Ah, sieht aber eigentlich ja gerade noch ziemlich sauber hier aus. Hier war ich doch eigentlich sogar drin, oder nicht? Es ist doch der Raum. Wo die Augen waren. Na? Wir sehen dich. Irgendwer will, dass ich das nicht vergesse. Aber wer? Ich weiß es nicht. Okay, das Objekt, was ich da haben möchte, das ist hier vorne, aber ich komme nicht ran. Ja, okay, gut. Das heißt also, es bringt eigentlich ja nichts. Ist aber auch nicht schlimm. Gut. So, wir sind ja eigentlich ja durch das Lehrerzimmer. Ich glaube, ich muss da nochmal in den Raum rein, weil... Ja, genau, Teacher's Lounge. Ich würde mal sagen, da muss ich den anderen Weg nehmen. Ja, warte mal, hier ist noch ein Plakat. Warum ist diese Stadt so stolz auf ihre Vergangenheit? Ich habe keine Ahnung. Schon ewig geschlossen. Ah ja, hier war ich ja auch schon. Das ist ja bloß ein... Ja, bloß ein Klo. Okay, genau. Ich musste eigentlich ja hier rein. Das konnte ich ja vorher nicht, weil ja hier die Anlage unter Strom stand. Okay, wir sind hier. Erstmal hier ein bisschen ruhig bleiben. Also ich hoffe ja wirklich... Oh Mann, ist das ein alter Fernseher. TV Electrics. Sich da gerade irgendwas bewegt? Achso, das pulsiert, weil es mir zeigen will, da ist der Schlüssel, nimm ihn gleich mal mit. Oh, weg. Ja, werfbare Dosen. Halte zwei gedrückt und wirf mit R2 die Dose. Das Geräusch lenkt Monster in deiner Nähe ab. Okay. Nimm die Dose wieder mit. Das wird nützlich sein. Gut, erstmal ein neuer Inhalator. Ich könnte eigentlich ja mal wieder einen benutzen, oder? Naja, aktuell geht es mir ja noch gut, also noch sterbe ich nicht. Schlüssel. Okay, den Schlüssel brauche ich hierfür. Toll. Da, wo ich raus wollte, komme ich jetzt leider nicht lang. Dann. Tolle Ablenkung! Danke! Okay, ich kann also nur aus nächster Nähe ablenken, oder was? Immerhin, die Getränke sind umsonst. Okay, Ausgang ist hier vorne. Gut, okay. Dann muss ich eigentlich einmal kurz so den ganzen Flur entlang.
Okay, sonst ist hier niemand. Ich denke mal, ich bin den los. Okay, das ist die Tür am Ende des Ganges. So, Tür auf. Und erst einmal wieder schön in Stealth-Modus gehen. Emily, bist du da? Alter! Muss das echt sein? Bethelwood war eine bedeutende Bergbaustadt. Ja, schön für die. Ja, toll. Okay, da ist ein Asthma-Inhalator, aber an den komme ich nicht ran. Licht aus. Wir wollen hier schließlich nicht entdeckt werden. Okay, der Schacht ist nirgendwo. Okay. Wo ist denn der Dude jetzt hin? Hallo? Nee, der ist da ganz hinten. Ja, gut. Wo muss ich jetzt eigentlich überhaupt lang? Also gut, wir haben erstmal Klassenzimmer 106 und den Bioraum. Interessant. Ich würde mal sagen, der Bioraum ist momentan eigentlich ja am sichersten. Wag es ja nicht, dich jetzt umzudrehen, hörst du? Erstmal Dose. Also ich weiß eigentlich ja, dass Emily irgendwo, ich weiß nicht, Emily muss ja in einem der anderen Räume sein, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwo da hinten in dem Gang? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, da bin ich ja schon gewesen. Also nee, sie muss ja in dem Klassenzimmer 106 sein. Gut, gehen wir erstmal in den Bioraum. Also ich habe sie zumindest eigentlich ja in diesem Fenster da gesehen. Glaube ich zumindest. Also gut, Biologie. Oh, es brennt. Nett. Es brennt und alles steht unter Strom. Geile Sache. Der Sprinkler. Ja, okay. Könnte nützlich sein, falls ich mal Feuer fange, dass ich mich dann damit löschen kann, aber irgendwie glaube ich noch nicht so richtig daran. Ah, okay, I see, I see. Das könnte helfen. Na gut, dann wollen wir mal schauen. Okay, ich brauche die Leiter hier. Ja gut, dann drehen wir mal das Ding auf. So, Sprinkler hat funktioniert. Jetzt muss ich nur noch den Strom abschalten. Das ist nur das Anatomie-Skelett, oder? Ja. Okay, alles gut. Du bist nicht lebendig, oder? Nein. Oh, das war knapp. Um einer hätte ich eine gewischt gekriegt. Okay, ich muss anders dahin. Hier.
Okay, mir gefällt dieses Knistergeräusch nicht. Wo muss ich eigentlich überhaupt lang? In den Schacht? Ah, da oben. Okay, ich würde mal sagen, bevor ich mich jetzt eigentlich ja darum kümmere, ich könnte eigentlich ja in den Raum rein, oder? Zumindest wenn es darum geht, ein paar Geheimnisse zu entdecken. Wäre es ja nicht verkehrt, wenn ich mir nochmal den anderen Raum ansehe. Ich habe ja noch die Dose da, also das heißt, ich könnte das Vieh ablenken, wenn es sein muss. Okay, ich kann auch in die Bibliothek erstmal gehen. Mach ich Auf mal. der anderen Seite verschlossen. Ah, natürlich, was auch sonst. Okay, ich schätze mal, dafür brauche ich den Schacht. Okay, lass mich mal überlegen. Also gut, der Eingang zum Klassenzimmer 106 ist eigentlich ja tatsächlich den Gang rechts lang. Und dann nach links. Hey, wie kann ich dich am besten ablenken? Also ich muss eigentlich ja irgendwo hin, wo er mich nicht sieht. Ja. Erstmal aufs Klo gehen. Hier ist nur ein Gitterschacht. Nicht gerade praktisch. Und was soll das hier? Oh. Ich verstehe schon, worauf das hinausläuft. Die Puppen sagen ja echt alles. Lass mich mal gucken. Geklappt. So, hier rein. Gut. Der Plan hat funktioniert. Nicht finden. Aber das müsste doch hier der Raum gewesen sein, in dem wir sie eigentlich ja von außen gesehen haben, oder? Aber egal, ich sehe auf jeden Fall erstmal ein Buch. Noch ein seltsames Buch? Keiner mag mich. Mama sagt, ich soll lächeln und freundlich sein, dass jeder mit einem befreundet sein will, wenn man nur immer schön lächelt. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber ich habe es heute mal ausprobiert. Sogar als sie meinen, ich solle mich verpissen und dass alles besser war, bevor ich in die Schule gekommen bin. Ich habe weiter gelächelt, obwohl ich keine Antwort darauf geparat hatte. Ich weiß nicht, warum das mit dem Lächeln bei mir nicht funktioniert. Ich bin auf die Toilette gerannt und habe in den Spiegel geguckt. Ich finde, ich habe ein hübsches Lächeln, aber es funktioniert nicht, weil ich die ganze Zeit weinen muss. Ein seltsames Buch. Ich sollte daran gewöhnt sein. Ja. Niemand wird dich vermissen. Aha. Ja, toll. Jetzt ist eigentlich einmal die wichtige Frage, wie komme ich jetzt wieder hier raus? Ich habe nämlich keine Dose zur Ablenkung parat. Ah, okay, hier geht's raus. Na, umso besser, dann habe ich wenigstens einen sicheren Weg. Na schön, alles klar. Dann muss ich wieder zurück in den Bioraum. Hätte ich noch woanders hingekonnt? Nicht direkt, also genau da, wo jetzt eigentlich ja noch nichts aufgedeckt wurde. Der Gang da vorne war ja eigentlich ja mit diesen komischen Augen da ja noch
Wert, also deswegen, da komme ich nicht weiter. So, komm ja nicht hier rüber. Naja, schätze mal, ich bin jetzt eigentlich ja gerade hier auf der sicheren Seite. Also ich bin jetzt eigentlich ja nur hier reingegangen wegen diesem Buch. Das hat sich eigentlich ja schon gelohnt. Also immerhin, Infos sind wichtig, um jetzt eigentlich herauszufinden, was eigentlich ja hier los ist. Na schön, gut. Wenn ich mich ja jetzt nicht irre, sollte dieser Schacht in die... Es wird aber keine kommen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Gut, ge wie gesagt, also hier müsste es in die Bibliothek gehen. Okay. Hier haben wir es erstmal schon mal so weit sicher hingeschafft. Schicke Lichterketten übrigens. Und was ist das? Was? Meine alte Taschenlampe. Die ich vor langer Zeit Emily. Könnte nützlich sein. Rüste die Taschenlampe aus, verbraucht keine Batterie. L2 gedrückt, um zu zielen. Verbraucht Batterie, der Strahl. Okay, verstehe. Bekomme also meine alte Lampe wieder. Also einfach normal leuchten. Wir Ja, sehen dich. wissen wir. Reden die von mir? Bestimmt. Kein Grund, nervös zu sein. Es ist alles gut. Okay, ich denke mal, ich weiß, was ich tun darf. Schau mir mal tief in die Augen. Hat geklappt. Sammle Batterien, um die Taschenlampe wieder aufzuladen. Sehr gut. Immerhin, wir können uns jetzt also wahrscheinlich wehren. Das ist gut. Die Lampe hat das Auge verbrannt. Vielleicht klappt das auch bei den anderen. Monster lassen sich an manchen Stellen durch den Strahl der Taschenlampe verwunden. Halte L2 gedrückt, um zu zielen und mit der Zielhilfe. Aha, okay. Was zum... Wow. Lebendes Gemälde oder was? Na gut, wie stellen wir das am besten an? Sehr schön. Wir können uns wehren. Besiege ein Monster mit dem Strahl der Taschenlampe. Warte mal, falscher Knopf. So denn. Erstmal Inhalator her. Oh. Hier haben sie das versperrt. Sogar ziemlich professionell. Wow. Da kann man nur sehr schwer durchbrechen. Also ja. Fakt ist. Sally und Emily sind wohl wahrscheinlich nicht die ersten gewesen, die sich eigentlich hier in der Schule versteckt haben und dabei auch noch versuchen mussten, sich gegen die Monster zu wehren. So, hier können wir auch noch weiter. Ne, hier war ich ja. Das war ja die Bibliothek. Naja, gut zu wissen. Aber wenn Sally ja jetzt ihre Taschenlampe zurück hat und sie diese eigentlich ja mal früher Emily gegeben hat, wie soll sich jetzt Emily verteidigen? Naja, gut, das kriegen wir schon irgendwie raus. Könnt ihr ja zumindest schon mal die Barrikade wieder verschließen und oh Gott, wir haben Gesellschaft. Wo genau bin ich jetzt hier eigentlich? Ah, gut, ich bin in dem Gang, ich hab's gewusst. Und warte mal, da liegt noch irgendwo ein Dokument herum. Irgendwo hier in der Ecke habe ich was gesehen.
Right? Oder ist damit eigentlich ja nur dieses Bild gemeint, das so ein bisschen gruselig ist? Ja, sieht wohl so aus. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ha! Ich hab's gewusst. Spielende Freunde. Ah ja, interessant. Okay. Damit kann ich das also machen. Also wenn ich solche komischen Glibbergemälde sehe, dann sollte ich mal mit der Lampe kurz drauf strahlen, damit wir da tatsächlich enthüllen können, was darunter ist. Gut, das klingt doch gar nicht verkehrt. Okay, ich denke mal, hier bin ich sicher. Ich habe ja das eine Vieh ja schon bereits hier durchgeröstet. Also habe ich hier erstmal eine gute Stelle, um mal wieder den Part zu beenden. Also vielen Dank wieder fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Guild und werden uns weiter durch diese Schule hier kämpfen. Jetzt können wir uns ja endlich wehren und das ist doch eigentlich auch gut so. Ich hoffe nur, dass es keine allzu große Munitionsknappheit gibt, denn sonst muss ich ja natürlich auch ein bisschen taktischer vorgehen. Also dann bis zum nächsten Part und tschüss!